So, das habe ich noch nie gesehen, dass man... Ja, da entwickelt sich der Geschmack mehr. Ja, also das macht man mit dem Kreuzkümmel Safran auch. Safran ist das, ja, ne? Safran. Und den röstet man ein bisschen an und dann zerbröse ich den in den Fingern. Und dann ist er intensiver. Viel intensiver. Und genauso macht man das mit Kreuzkümmel. Ach, das habe ich noch nie gesehen. Man lernt nie aus. Gut, wunderbar. Das dauert jetzt ein Sekündchen. Ja. Schön. Also ich liebe ja Safran. Das ist nicht jedermanns Sache. Früher hat man gesagt, Safran macht den Kuchen gel. Das war, glaube ich, nur zum Gelbmachen. Ja. Aber wir benutzen es doch wegen des Geschmacks. Ja, also das hat ja nur was mit dem Geschmack zu tun. Ja, finde ich auch. Das andere ist ja Gelbpulver. Dieses Billigzeug da. Das wird oft als Safran verkauft. Ja, das ist alles Betrug. Ja, auch so auf den marokkanischen Märkten ist auch Betrug. Auch, natürlich, klar. Die verkaufen das den Ausländern als Safran. Dabei ist das Gelbpulver. Das ist, ja. Und das ist nur zum, also nur für zum die Farbe. Aber diese Fäden sind ja sehr, sind teuer, sehr, teuer, ne? sehr teuer. Ich glaube, wie Gold. Ich habe gerade gelesen, die werden irgendwie, das sind solche Lilien. Doch, sondern. Und die Staubgefäße sind das, nicht? Ja. Wie viele solche Lilien man da pflanzen muss, um ein paar solche Fäden daraus zu kriegen. Das ist enorm. Ja, aber es toll, ist toll, dass es sowas gibt. Ja, ne? ja. Heute kann man das ja auch im Supermarkt kaufen. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, da hat Wolf Uecker, der dieses berühmte Kochbuch geschrieben hat, war bei mir zu Besuch. Oh, der diese Perversion im Kochen hatte. Nee, ist das nicht der? Nein, der war ganz normal. Ist das nicht der aus Ei so Embryos geformt? Nein. Spörri ist das. Ja, Spörri. Uecker. Nein, und der hat damals vor vielen, vielen Jahren, habe ich gesagt, wo kriege ich Safran? Ja, im Laden gab es das noch nicht. Er hat gesagt, in der Apotheke. Ja. Da konnte man es kaufen. Ja, da kaufe ich auch mein Orangenöl für marokkanische Küche. Ja, viele Sachen gibt es. Jetzt mache ich das hier aus. Ja. Und tue das in mein kleines Schälchen, ja. Sehr fein. Das Ganze wird ein marokkanisches Gericht. Das ist eine Hähnchen-Tagine. Tagine ist ja eigentlich dieses Gefäß hier und alles, was man da drin macht, also Lamm-Tagine oder Fisch-Tagine, heißt dann immer danach. Ja, ich war in Marokko mehrmals und da habe ich das immer gesehen, auch draußen, wenn die solche Restaurants haben im Freien. Ne? Ja, mit Holzkohle machen mit Holzkohle. Das eigentlich. Der Witz ist ja, dass hier der Geschmack von der Holzkohle, also dieser Geruch, dieser Rauchgeruch, ein bisschen da so drunter zieht. Und das riecht natürlich haben dann wir nicht. Holzkohle haben gut, wir aber wir haben nicht, dafür einen leider. Tollen Ofen. Ja. Was brauchen wir? Soll ich das anmachen? Ja, bitte. Jetzt nehme ich... Soll das so bleiben? Ja, oder das ist in Ordnung. So gut. Zwei Esslöffel Butter. Stell das mal... hier hin. Und ihre Tagine ist mit Huhn. Mit Hühnchen. Ja, mit Hühnchen. Hühner-Tagine. Mit Bio-Hühnchen. Bio-Hühnchen, ja. Hier ist nur alles Bio. Alles Bio. Das kann nicht jeder von sich sagen, dass alles Bio ist. Nee. Eben. Nicht alles gibt's im Laden. Wie kommen Sie auf das Marokkanische? Waren Sie da? Kennen Sie Marokko? Oder? Also ich war einmal in Marokko, in Marrakesch. Aber ich liebe alles, was mit Kreuzkümmel ist, mit Koriander ist, mit Orangenblüten. Also so ein bisschen exotische Sachen. Ja, exotische Sachen. Und sehr interessant, bei uns in Deutschland hat ja in den letzten Jahren die asiatische Küche sehr stark alles beeinflusst. Und seit einiger Zeit, so ein, zwei Jahren, kommt die nordafrikanische, sprich hauptsächlich marokkanische Küche, als Einfluss sehr stark zu uns. Also ich merke, dass immer mehr Rezepte mit Rosinen, mit Feigen, diese ganzen Sachen, das getrockneten ist Pflaumen, also das ist alles ganz, ganz köstlich. Total im Kommen, die nordafrikanische Küche. Und ich war mehrmals in Marrakesch und bin sehr begeistert. Ach, herrlich, bunt. Und das Essen gut. Farbenfroh, toll. Wunderbar. Nee, das geht mir ganz genauso. Asiatisch auch? Ich liebe asiatische Küche. Ich wollte ja eigentlich erst bei Ihnen abgehackte Schwänenfüße kochen. Wie? Abgehackte Schwänenfüße. Schwänenfüße? Ja, das gibt es in Asien. Das kann man auch bestellen im Asienladen. Nein. Aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist das doch nicht so. Und das kocht vielleicht auch dann gar keiner nach.
Und dann habe ich es lieber gelassen. Also darauf kommen wir noch mal zurück. Jetzt will ich erstmal hören. Ich habe jetzt süßes Paprikapulver drin, zwei Teelöffel und zwei Teelöffel Ingwerpulver. Na bitte, sehr großzügig mit den Gewürzen. Andere machen eine Messerspitze. Na ja, und einen kleinen halben Pfeffer. Schwarzer Pfeffer. Und das war Curry, oder? Nee, was war das braune? Das Ingwerpulver. Ingwerpulver. Und das muss ich jetzt... Toll. Kleine, können wir es mal ganz klein stellen. Ja. Weil wenn man das zu lange... Ach, und die Farbe ist... Ja, wenn sich das zu lange auflöst, wird es bitter. Und da muss man wahnsinnig aufpassen und manchmal gegen die Zeit rennen. Also zumindest ich. Ja. So. Und jetzt... Jetzt kommen die... Natürlich das zerkleinerte Hühnchen, was so ungefähr... 1,5 Kilo hat, mit der Hautseite eigentlich zuerst. Schön. Also es sieht so schön aus, die Farbe, ist ein Traum. Das ist ja in Marokko auch so schön, dass das, wie das alles aussieht. Ne? Und dann tun die im Restaurant auf den Tisch so Rosenblätter. Wunderschön. So einfach so. Und dann kommt der Minzetee, der wird dann so eingeschenkt, so von oben. Und man sitzt auf so schönen bunten Kissen. Und das Licht ist so schön gebrochen durch die bunten Scheiben. Das ist ganz toll. Ne? Ich liebe das. Ein Hauch von Marrakesch heute hier in der Küche. Kochen Sie schon lange? Also schon als, ich habe bei meiner Mutter ja immer ein Essen gekriegt, was sie immer, also ganz bürgerliche Küche hat meine Mutter gekocht und bestimmt auch sehr gut. Aber mir hat das alles nicht so geschmeckt. Ja. Und ich war früher unterernährt und wurde auch ins Kinderheim geschickt nach Sylt wegen meiner Unterernährung, von dem man heute nichts mehr sagen kann. Hat sich gut geregelt und Jedenfalls war ich einmal in Griechenland und da haben wir eine alte Dame mitgenommen, eine Tremperin, eine Bäuerin. Und die hat mich immer gestreichelt und hat gesagt, Bella Bionda, und hat so nach Knoblauch gerochen, hatte so aufgeweichte Finger von Knoblauch. Nein, ich fand das so toll. Das ist mein Essen. Und als ich dann alleine wohnte, habe ich alles mit Knoblauch gekocht. Und meine Mutter hat mir gesagt, das wäre ein Scheidungsgrund für sie gewesen, weil mein Vater, der hat so gerne Knoblauch gegessen. Und da hat sie ihm das einmal aus dem Fenster geschmissen. So brutal war sie. Und Sie haben dann, das, als Sie auszogen von zu Hause? Ja, dann habe ich ganz viel mit Knoblauch. Ja, ganz, ganz selbstständig, viel. Selbst, also auch Learning by Doing? Lernen durch Machen. Und Kochbücher. Ich habe dann Kochbücher gesammelt. Und überall, wo ich dann in den Ländern war, da habe ich mir Rezepte mitgebracht. Ich probiere ja auch alles. Toll. Ich habe ja also überhaupt kein Problem damit. Darf ich, während Sie da ein bisschen mit meiner Vinaigrette, ich mache ja einen asiatischen Rindfleischsalat und mache schon mal die Vinaigrette. Dann nehme ich Sojasauce, 4 Esslöffel, damit wir den Salat essen können, bevor wir den Tangin. Ne? Ein Namplamück machen Sie. Ein was? Ein Namplamück. Was ist das? Das ist der Salat. Das ist das, was ich mache. Sehen Sie, liebe ich so. Sie wissen, wie das heißt, was ich mache. Das finde ich sehr gut. Limettensaft. 4 Esslöffel Limettensaft. Ich schätze mal, das sind 4 Esslöffel. Ich tue das jetzt einfach so rein. Thailändisch, das war thailändisch. 2 Esslöffel brauner Zucker. Und das ist sehr erstaunlich, das ist ohne Öl, die Vinaigrette, weil ich nachher das Rindfleisch im Öl ausbrate und das ist das Öl, was dann zu dem Salat kommt. Und Ingwer, geriebener Ingwer. Das ist ja wie bei mir. Ja, da gibt es, asiatisch, meins ist asiatisch, ihres ist nordafrikanisch, es ist beides ein bisschen exotisch. Was kam jetzt da rein? Ich muss alles wissen. Also ich habe jetzt eine klein gehackte Zwiebel drin. Ja. Und dann habe ich Hühnerbrühen, 1/4 Liter. Aha. Also das muss man nicht so genau nehmen, ne? Ja. Und dann habe ich einen Bund Koriander und einen Bund grobe Petersilie. Die kommt so als Bund rein? Die einfach so als Bund rein. Extra für Sie Knoblauch. Oh. Nicht zu viel, aber doch. Und Sie sind immer dem Knoblauch treu geblieben? Also ja. Also manchmal auch zum Leidwesen meiner Kollegen. Aber ich halte es da mit Rademann, der ja sagt... Der mit seinen, wie viel, 20, 10 pro Tag. Ich hatte einen Freund, lange saßen wir in der Schule nebeneinander, lebt nicht mehr.
Der war Zahnarzt und der hat auch sogar Knoblauch gegessen. Das war für seine Klienten manchmal etwas heftig. Ja, aber was soll der arme Kerl auch machen, wenn der so einen Beruf hat? Der muss ja mal sein Gericht essen, was er liebt. Mal, so, mein Dressing ist fertig. Was müssen Sie jetzt machen? Ich muss noch die Safranfäden reinmachen. Ah, ja, natürlich. Das haben wir extra geröstet dafür. So, soll ich es ein bisschen höher hauen? Ja, damit einmal das so kurz ein bisschen höher. Und dann kommt das in den Ofen bei 200 Grad. Ah ja, ach ja, da haben Sie ja jetzt eins schon drin. Eins habe ich schon drin. Das muss wie lang bleiben? 55 Minuten. Ah ja, naja, das wäre zu lang für uns. Ja. Und das eine ist jetzt köchelt das so ein bisschen. Sehr, sehr gut. Ja, ja, schön. Ja? Toll, toll. Aber da war jetzt kein Knoblauch drin, oder? Nein, das ist nicht. Ich weiß gar nicht. Machen die Marokkaner viel mit Knoblauch? Nicht so viel. Ich glaube nicht. Nee, nee, versuche nee. Mich zu erinnern. Die haben einfach andere. Die haben ganz viel Kreuzkümmel, haben sie ja da. Sehr viel. Kumin, ja, Kreuzkümmel. Oh, ist lieb. Ist schön. Ist auch schön. Ja. Muss man auch so anrösten, nicht? Und ja, auch bröseln. Ja, ja, ja. Auch anrösten ohne irgendetwas und dann bröseln. Ach, wenn man da so auf die Märkte, auf diese, also dort sind das ja weniger Märkte, sondern so Basare. Zugs, ja. Zugs, oh, toll, ja. So. Aber Märkte haben wir in Deutschland schöne. Ja, wunderschön. Ich gehe gerne auf den, naja, der ist ja einmalig in der Welt. Aber die normalen Menschen, die nicht in München leben, haben auch Märkte. Na, nicht toll, so schöne, nein, aber ganz auch toll, ganz, ganz toll. Ja, 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 ja. Das ist was Feines. So, ich glaube, das kann ich jetzt ausmachen und schiebe ich in den Ofen. Heißt Vorsicht! Also es war zu spät. Ich hab, nein, ich in dem gedacht, Augenblick, wo ich es gemacht habe, wollte ich schreien, da war zu spät. Es ist aber nicht schlimm, ich habe es noch rechtzeitig. Ich muss jetzt noch ein bisschen meine, meine Nüsse anbraten hier, ein bisschen rösten. So, ich habe die ein bisschen klein gehackt, die Erdnüsse. Und ich röste die jetzt ein bisschen. Ich finde immer angenehmer, wenn man nicht so drauf beißt. Aber das ist unter jeder. Nein, also ich mag es gerne. Und worin werden die geröstet? In Fett? Ohne was. Aha, mein Safran. Nüsse haben ja immer selbst bisschen Fettöl, nicht? Und da braucht man nichts. So. Na, ich nehme jetzt lieber mal zwei hier. Kann ich irgendwie helfen? Nee, ich glaube, es geht. Das sieht sehr lecker aus. Das wird sicher auch sehr gut schmecken. Eigentlich könnten wir ja auch ein ganz kleines Schlückchen Küchenwein trinken, oder? Ein kleines Schlückchen, ja. Ja? Ja. Aber nur ein kleines. Ein ganz kleines, ich muss ja heute Abend noch Theater spielen. Ach so, na ja, dann ein sehr kleines. Sie leben doch in Österreich? Ja. Nein, ich lebe in München. Aber, ja, aber Sie sind in Hamenhaus. Ja, vielleicht kennen Sie Bründelmeier. Ja, den kenne ich. Na, und das Grüner Veltliner liebe ich. Grüner Veltliner von Bründelmeier. Und zwar der einfache grüne Veltliner. Die haben ja auch diesen sogenannten Smaragd. Der ist so ein ganz feiner aus dem Barrique und so. Und der kostet fünfmal so viel und ich finde den überhaupt nicht so doll. Der ist mir viel zu heftig und schwer. Das ist ja ganz einfache, ordinäre sozusagen. Wie ein Riesling, schön zum Wegtrinken in der Küche. Mm. Schön. Köstlich. Schön. Köstlich. Der hat auch eine ganz angenehme Temperatur. Ja, sehr also schön. Richtig. So, was passiert jetzt? Perfetto. Also, meine, was ist? Ich habe Angst. Okay? Ja. Wenn mir etwas anbrennt, überhaupt, dann immer solche Nüsse, also zum Beispiel Pinienkerne. Ne, muss man auch ein bisschen, da muss man wahnsinnig vergesse aufpassen. Vergesse ich immer, weil erstmal tut sich ja nichts. Nee. Was soll ich hier stehen? Es tut sich nichts. Aber dann plötzlich werden die braun. So, was ist das? Das sind jetzt eingelegte Zitronen. Ohne die geht gar nichts. Wie? Und zwar, die legen Sie selbst ein? Ja, die werden, dann nimmt man Zitronen. Also ich nehme immer festschalige oder dickerschalige. Dann schneide ich die von... Gibt es verschiedenschalige Zitronen? Ja, die ganz, die mit dem dicken... Also ich esse ja Zitronenschale auch wahnsinnig gern zu meinem Steak. Das schmeckt köstlich. So eine dicke Zitronenschale und aufs Steak drauf. Auch eingelegt? Nein, nein, uneingelegt. Ganz frisch, ja, ja. Das liebe ich sehr. Also... möglichst ungespritzt, ist ja klar. Ja, das ist naja, und dann... Bio. Ja, Bio. Alles Bio. Ja, alles Bio. Naja, und dann, wenn die Zitrone so ist, dann schneidest du die so schräg runter, aber nicht durch. Entschuldigung, ich muss Siehst du? Es geht wahnsinnig schnell. Es geht so schnell.
Und dann... Ja, also Moment, Sie einschneiden? Einschneiden von oben, ja, aber nicht durch. Ja. Und dann nochmal schräg einschneiden zu dem untersten Teil, aber auch nicht durch. Und dann klafft man es auseinander und füllt das ganz fest mit Meersalz. Ganz, ganz viel Meersalz. Und was ist die Flüssigkeit? Dann stopft man die da in das Zitronensaft. Und dann macht man Zitronensaft und gießt das auf und lässt das da drinnen ruhen. Aber auf... Und zwar auf 6 Wochen. 6 Wochen? Ja, ja. Sonst, aber Moment, wo kommt so viel Zitronensaft her? Durch das Salz. Also Zitronensaft machst du drauf, aber das ist an... Das extra, ist, also das ist nicht extra, aus diesem nein, Zitronen. Extra, nochmal extra. Haben Sie eine eigene Zitronenfarm vielleicht? Oder einen eigenen Importhandel für Zitronen? Da braucht man doch kiloweise Zitronen. Oder? Nein, und das hält sich ja auch ewig. Ich habe die immer bei mir im Kühlschrank eingelegt. Ach so. Ja. So, ich muss meinen... Also nö, ich tue die einfach schon hier rein. Blöd. So. Ich werde jetzt dann... Und wie lang bleiben die eingelegt? 6 Wochen auf jeden Fall. 6 Wochen. Das ist ja toll. Das habe ich überhaupt noch nie gehört. Ist das auch eine eigene... Das ist... Nee, das ist rein marokkanisch. Ach, das ist... Also für diese ganzen... Nein, nicht für die ganzen, aber für diese Tajinen ist das... also für die Hühnchen-Tajinen und Lamm-Tajinen... Ja, machen die auch. Legen die so ein? Ja, ja, legen die so ein. Aber das ist jetzt nicht nur... Da ist auch Wasser. Nein, das ist nur Zitrone, weil sonst werden die schlecht. Nur Zitronensaft? Ja, damit die sich so halten, ist das nur Zitronensaft. Ja, sehr viel Zitronen. Ja, eine ganze Menge. Ja, Menge. So. Hör ich zum ersten Mal, wirklich. Ich mache jetzt so nebenbei auch, das ist Rinderfilet. Ne? Einfach feines Rinderfilet. Sehr schön. Das mache ich in Sesamöl. Ja. Ein bisschen. Aber da passiert nichts Wichtiges, aber man muss aufpassen. Entschuldigung. Ist das ein Fisch? Nein. Entschuldigung, nicht stoßen. Alles klar. Ich muss das jetzt hier rausholen und warm stellen. Also, wenn Sie was Wichtiges machen, ach, das gut, ja, immer sagen, damit ich nichts verpasse. Nein, ich hole das jetzt einfach nur raus und, ach so, und nur in das Fleisch. In die Tajin? Ja, Tajin. Nur und das Fleisch? Nur das Fleisch. Ah, und das Gestrüpp kommt dann weg. Also. Ah. Ja, heute sind wir ganz exotisch. Asiatisch, nordafrikanisch. Es sieht schön aus. Sieht schön toll aus. Ja. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich. Kann man, wenn haben Ihnen Sie das die mitgebracht? Oder nein, kann man nein, hier kaufen? Die kann man hier kaufen. Kann man hier kaufen. Ja, ja. Sehr schön. Ja. Also habe ich, glaube ich, schon gesagt, dass ich Sesamöl genommen habe. Weil das auch so ein bisschen asiatisch wirkt. Das Problem bei diesen verschiedenen Ölen, wenn man so verschiedene Öle benutzt, benutzt man natürlich von jedem nicht jeden Tag was. Und da muss man die immer in den Kühlschrank tun. Ne? Ja, aber ich mache jetzt vielleicht erst wieder in einem Monat was mit Sesamöl. Ja, 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 ja. Und in der Zwischenzeit steht das um. Das wäre ein Problem. Da habe ich also Traubenkernöl, Sesamöl. Obwohl in diesen dunklen Flaschen geht doch das, oder? Ja, aber wenn man es sehr lang hat, dann hat man es sehr lang. Dann muss man die alle in den Kühlschrank. Ich habe im Kühlschrank bestimmt 6 Ölflaschen. So, jetzt versuche ich die Tajin da reinzustellen. Kann ich helfen? Na, ich glaube, es geht. Jawohl, geht gerade. Toll. Und das ist jetzt nur zum Warmen? Nur zum Warmhalten, ja. Runtergestellt. Ja. Gut, ja. So, und jetzt muss ich die Artischocken ausspülen, damit die nicht nach Rüchse schmecken. Das sind Artischocken. Ja, Artischockenherzen. Ah ja. Und da die aus der Dose sind, ich meine, besser ist, wenn man sie frisch macht, aber das hatte ich jetzt keine gekriegt. Ja, aber das ist auch schwierig, die kriegt man ja auch nicht. Die kriegt man nicht immer, nee. Nein, 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 nein. So.
Sie haben ja eine Familie, sind zwei Töchter. Ne? Ja. Gibt es Familienessen? Oder? Ja, natürlich. Ja, und die Lara kocht genauso leidenschaftlich gern. Und die Jenny auch. Ah, die kochen auch. Die kochen beide. Die haben von der Mutter übernommen. Ja, ich habe ja, als die früher als kleine Kinder auf Tournee mit waren, da hatte ich ja immer eine kleine Herdplatte dabei, eine Pfanne und einen Topf. Und als mein Mann noch lebte, der Werner Kreindl, haben wir im Badezimmer gekocht. Zwischen Bidet und Badewanne und Klo. Im Hotel? Im Hotel, ja. Also nach der Tournee. Nein. Nach der Vorstellung. Und das haben die Kinder geliebt. Das war so wie Fahrt des Volkes. Und die waren mit auf der Tournee? Ja, eine Woche oder 14 Tage. Ja. Und da haben die 14 Tage gelebt wie wir. Und dann haben die am Abend Coca gekriegt und wir haben Champagner oder Rotwein getrunken. Ach, wie toll. Und dann durften sie auch noch ein bisschen aufbleiben. Und dann haben wir gekocht. Ja, also ich meine sporadisch, also wenig. Aber nicht irgendwie, nicht Tagine oder das geht nicht. Mit gerösteten Safran und so weiter. Das wäre schwieriger. Nee, das ist klar. Aber das ist unglaublich gemütlich und das habe ich eigentlich auch immer dabei. Toll. So, wo kommt das jetzt hin? Hier in die Soße. Ich werde jetzt mal hier mein Fleisch. Ach, das kommt jetzt in die Soße. Ach, das ist die Soße. Das ist die Soße, die hinterher über die Tagine kommt. Ich tue schon mal meinen Salat machen, damit wir den dann essen können. Oh, lecker, da freue ich mich drauf. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Mit dem Rinderfilet. Das Fleisch lässt natürlich ein bisschen Wasser. Sollte eigentlich nicht, aber selbst Biofleisch. Ich meine, ich nehme ja schon nur Biofleisch. Gerade bei Fleisch bin ich eigentlich viel pingeliger als bei allem anderen. Das ist also das normalerweise hier müsste ich nicht zerschneiden, aber da hätte es noch ein bisschen länger eingelegt werden müssen. Das waren jetzt die Zitronen. Die Zitronen, aber nur das Innere, also nur das Zitronenmark. Ja, ohne die Schale. Ja. Die Schale lassen wir fürs Steak. Die Schale lassen wir beiseite. Ich muss noch mal kurz gucken, ob ich auch nichts vergessen habe. Ich warte jetzt, bis Sie soweit sind, trinke ein Glas grünen Veltliner. Ja. Denn ich kann jetzt gleich meinen Salat machen. Das ist es. Was haben wir denn alles? So. Es steht auch nichts mehr rum. Nee, ich glaube, nur noch das dahinter. Was man vergessen haben könnte. Okay, wunderbar. Dann tue ich zu meinen. Hier sind also die gerösteten Erdnüsse, das Filet. Jetzt kommt rote Paprika. Ja, kleine, halbe, diese Mini-Tomätchen, die sehr schön sind. Das sind die einzigen, die Geschmack haben. Ja. Bis auf diese sizilianischen, diese ovalen, diese die grünen. Am Stängel. Ja, auch die grünen. Ja, wunderbar. Auch. Dann rote Zwiebeln. Mal gucken, ob das hier an ist. Nee, das ist nicht. Ist an? Ach, das ist der erste. Ja, da habe ich den zweiten angedacht. Ja, jetzt. Danke. Rote Zwiebel. Und dann tue ich, obwohl ich dann, also was ich sehr mag, ist Minze. Was ich eigentlich nicht so sehr mag, ist Koriander, Koriander ist immer ein bisschen seifig. Ja, ist richtig. Aber auf der anderen Seite ist das ein asiatischer Salat. Irgendwoher muss er ja seinen asiatischen Geschmack kriegen. Alles andere bisher könnte auch europäisch sein. Also ich könnte mich in Koriander auch baden. Tatsächlich. Insofern stimmt das. Also wunderbar, dann extra für Sie, herrlich. Und jetzt muss ich auch noch diese... bisschen so. Und natürlich mein Dressing. So. Dann gucken wir mal. Jetzt muss das alles ein bisschen schön. Ach, sieht das schön aus. Das sieht doch schön aus. Und vor allen Dingen im weißen Geschirr sieht das so schön aus. Ja. Ja, da muss ich sagen, für diese Art von Salate, wenn man da farbige Schüsseln hat, das wirkt nicht. Nee. So, das ist natürlich jetzt für eine ganze Kompanie, das werden wir zwar nicht schaffen, aber macht nichts. Sie kennen meinen Hunger nicht. So, darf ich das schon mal dahin stellen? Das kann auch schon auflegen. Dann nehmen wir mal zwei von den schönen großen Tellern. Bitte. Ich muss hier noch mal rühren. Ein bisschen kleiner stellen. So.
Ein bisschen Salat. Weg. So. Dann probieren wir mal. Ich mache noch ganz schnell das mit rein. Was ist jetzt? Nicht, das ist jetzt die Zitronenschale. Aha. Die kommt ganz kurz noch mit rein. Und wird die auch gegessen? Oder die wird gegessen, ja. Die wird auch gegessen. Ja. Und man braucht ja kein Salz, weil das die ganzen Zitronen ja mit Salz eingelegt sind. Ach so. Gut, dann versuchen wir mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Noch ein bisschen Lauch. Gut. Köstlich. Ich mag ja auch die rohen Zwiebeln. Ich auch. Gut. Wir sollten das Huhn schon auf die Teller tun, sonst ist es so heiß. Ja. Moment, wo ist es? Ah, da muss ich rausholen. Ja. Ich muss in der Tagine noch ganz kurz das Ganze drauf tun. Aber ich will doch jetzt erstmal. Nee, das kommt da drüber jetzt. Jetzt mache ich das aus. Ja. Und dann. Ah, gut. Kommt das Ganze hier drüber. Und wird dekoriert mit noch ein bisschen gezupften Koriander. Ah ja. So. Na Mensch, hoffentlich ist es auch gut. Darf ich schon? Natürlich. Das sieht doch toll aus. So. Bitte. Danke. Ihr Gericht. Haben Sie eine Artischocke auch drauf? Ja. Bitte? Haben Sie eine Artischocke auch ja. drauf? Ja. So. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich auch. Das Fleisch ist schön weich. Mhm. Aber jetzt bin ich vor allem gespannt, wie diese Zitrone schmeckt. Zitronenschale ist doch richtig gut, ne? Gut. Oh. Bisschen heiß, aber sehr gut. Und jetzt probiere ich gleich noch die Artischocke. Das ist ganz frisch schmeckt. Das kann man jetzt mit Weißbrot oder Pitabrot essen. Oder diesem anderen arabischen Brot. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Danke. Der passt auch gut. Ich bedanke mich.